So, und jetzt kopfüber in die Kanzlerrede, alle die Reaktionen, alle die Fakten, die er uns dargelegt hat und einen Haufen Blödsinn zwischendurch, weil es nicht auszuhalten war, was der Kali uns da verzapft hat. Und wir schauen uns einfach jetzt ein paar Sachen an, die wichtig wären, mit dem kleinen Hintergrund, dass ich nicht sicher bin, ob irgendwas von dem wichtig ist, weil es ja tatsächlich eine Rede vor 2000 ÖVP-Wählern war und er trotzdem die Zeit genutzt hat, mit seinen ÖVP-Wählern darüber zu sprechen, wie Arsch eigentlich der Kickl ist, nicht wissend anscheinend, dass die sowieso wahrscheinlich ÖVP wählen. Bereits im Vorprogramm wurde mit inszenierten Breitseiten gegen politische Gegner im Allgemeinen und gegen FPÖ-Obmann Kickl im Speziellen Stimmung gemacht. Er ist ein Versager und er hat bewiesen, dass er es nicht kann. Und er ist niemand, dem wir unser Land anvertrauen sollten. Herbert Kickl ist ein Versager. Also ein Spektakel oder wie der Andreas Babler halt gesagt hat, eine Riesenverarsche und ein trauriges Schauspiel. Und ich mag gleich zu Beginn eines feststellen, ich werde mich sicher nicht beteiligen an diesem traurigen Schauspiel, das wir erlebt haben. Ein Politiker halt, gell? Was haben wir erwartet? Natürlich, aber dass es so schlimm wird, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Es ist eine Verhöhnung und ich sag's ganz deutlich, es ist eine Verarschung. Aber vielleicht schauen wir uns ganz kurz einfach mal die Zusammenfassung an vom ORF. Nehammer will unter anderem schärfere Regeln im Asylwesen oder auch die Lohnnebenkosten senken. Und vielleicht auch ein paar Stimmen von einem Experten. Hat es denn irgendwas Überraschendes heute bei dieser Rede gegeben? Überraschend wäre jetzt übertrieben. Ich glaube, was Sie da erzählen, glaube ich, ist für die Würste. Und dann werden wir uns einmal anschauen, was mir nadelstichartig in der Brust stecken geblieben ist, nachdem ich mir die Rede angehört habe. Dann bin ich gespannt. Es ist eine verfrühte Wahlkampfshow der ÖVP in Wels. 2000 Zuhörerinnen und Zuhörer sind zur Präsentation von Bundeskanzler Karl Nehammers Österreich-Plan gekommen. Im Österreich-Plan ist enthalten, dass wir alle Steuern auf Überstunden abschaffen. Und wir müssen die Lohnnebenkosten weiter senken. Das ist im Österreich-Plan eingepreist. Die Lohnnebenkosten müssen runter, damit Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Die ÖVP will Eigentum fördern und für junge Menschen leichter zugänglich machen. Es braucht eine Eigentumsoffensive, die den Namen verdient. Und das heißt staatliche Kredite, dass wieder mehr Möglichkeiten gegeben sind, tatsächlich für junge Menschen zu Geld zu kommen und nicht von einer sogenannten KIM-Verordnung aus ihrem Lebensalter geschmissen zu werden. Im Asylbereich zeigt Karl Nehammer klare Kante. Ein Auftrag, den ich mir gegeben habe, ist es, auch im Österreich-Plan dafür zu kämpfen und zu werben, dass wir eben die Migration in die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt wollen, aber nicht die illegale Migration ins Sozialsystem. Und deswegen erst Anspruch auf Sozialleistungen nach 5 Jahren. Als Hauptgegner im Wahlkampf sieht Karl Nehammer den FPÖ-Chef Herbert Kickl. Und es wird die Entscheidung sein zwischen ihm und mir als Bundeskanzler von Österreich, der an die Zukunft dieses Landes und an die Zukunft dieser Menschen in diesem Land glaubt. Es ist der Beginn eines langen Wahlkampfs. Analysieren möchte ich diese jetzt mit Fritz Dietelbacher, erst bei mir im Studio. Danke Fritz, dass du wieder hier bist. Fritz, hat es denn irgendwas Überraschendes heute bei dieser Rede gegeben? Was überraschend war heute, war die Vehemenz, mit der vor allem die Vorredner Stocker und Wöginger gegen den FPÖ-Chef Herbert Kickl vorgegangen sind. Also hat man auch schon häufiger gehört von der ÖVP, aber derartig konzentriert und intensiv wie heute noch nicht. Und auch Karl Nehammer hat seinen stärksten Applaus bekommen, als er, ohne den Namen Kickl zu nennen, gesagt hat, die Entscheidung fällt zwischen ihm und mir. Ja, das Spannende ist ja, dass er gerade zum Schluss, wo er quasi ein bisschen wie bei Harry Potter nicht den Namen gesagt hat von Voldemort. Es war ein bisschen wie Lord Voldemort, der Lord der Finsternis, aber dessen Namen man nicht sagen darf. Aber halt trotzdem so ein bisschen getan hat, als wäre er doch irgendwie da und irgendwie präsent. Aber es gab nicht nur die Entscheidung zwischen ihm und mir, sondern er hat auch hinten noch dran gehängt, was der ORF weggeschnitten hat. Es geht um die Entscheidung entweder gestalten oder spalten. In Wahrheit, liebe Freunde, geht es um eine der entscheidendsten Fragen für unsere Zukunft. Gestalten oder spalten. Und ich denke mal, lieber Karl, ich weiß nicht, ob du derjenige bist, der in diesem Zusammenhang die Ansprechperson ist, weil ja doch dieses Spalten Teil der letzten paar Jahre war, vor allem von der Politik. Hör auf. Und den Maßnahmen. Wann das der Großvater herat, hört noch der da, rotieren.
Der Kali hat sich versöhnt mit uns vor Weihnachten, oder nicht? Jetzt ist er draußen. Jetzt kann er sagen, er hat nichts gespaltet. Er hat ja versöhnt. Bitte die Gräben zugeschüttet. Naja. Aber eher sicher. Der FPÖ jetzt die Spaltung allein umzuhängen. Nein, die zukünftige Spaltung. Die zukünftige Spaltung. Weil er will ja gestalten. Geht sicher. Und die Frage ist eben, was ist dieses Gestalten? Und wir haben uns da ein paar Sachen herausgesucht, weil er nämlich auch davon spricht, zum Beispiel, er will diese Subventionitis endlich damit aufhören. Und dass wir wegkommen von der österreichischen Subventionitis und wieder hin zu Investitionsprämie, zu Investitionen in unser Land und zu Investitionen in unsere Menschen. Und ich denke mir so, jetzt war doch diese ganze Subventionitis komplett von der Regierung ausgehend. Naja gut, das ist sowieso die Frage, weil der Nehammer ganz am Anfang seiner Rede gesagt hat, es ist Zeit. Jetzt ist es Zeit. Weil man denkt, ja, sicher ist Zeit, gell? Schon langsam wird es Zeit, um zurückzutreten. Nein, war nur Spaß. Aber die ÖVP ist ja so ewig schon an der Macht. Ja. Und jetzt kommt er daher und sagt, jetzt ist Zeit. Aber jetzt ist es Zeit. Und was ist mit der Subventionierung? Hä? Er will die Subventionitis endlich damit aufhören und will quasi keine Subventionen mehr vergeben, sondern da bitte ein bisschen zurückfahren. Die Bauern haben hoffentlich nicht zugehört. Leck mir los! Und da aber dann mit einer Investitionsprämie reinfahren, was ja quasi nur anderes Maschel vielleicht für dasselbe ist. Also auf der einen Seite durch Subventionsreduzierung erstens. Hin zur Investition, hier Freiräume im Budget schaffen. Und was noch, natürlich noch dazu kommt, naja, wir haben es ja ein bisschen gehabt, wir haben ein bisschen schlechte Politik in der Energiekrise gehabt und haben ein bisschen Gutscheinpolitik gemacht, aber das würde natürlich nicht als Subventionitis sehen, sondern als Stärkung der Kaufkraft. Es ist eine Verhöhnung und ich sage es ganz deutlich, es ist eine Verarschung. Und ich sage einmal, wer dieses Märchen heute noch glaubt, der ist hoffentlich nicht davon überrascht, dass das irgendwie alles ein bisschen in den Arsch gegangen ist. Schau mal, das mit dem Märchen ist ja die Sache. Ich würde gar nicht sagen, dass ich gegen jeden Punkt bin, den die ÖVP da jetzt präsentiert hat, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil ich traue diesen Menschen nichts mehr zu. Das ist die Sache. Vor allem eben diese Aussage, dass er eben so tut, als wäre jetzt eben alles anders. Ja. Und wenn du dir die letzten 37 Jahre anschaust, haben die nicht nur mitgespielt bei der Regierung. Seit nunmehr 36 Jahren ist die ÖVP in der Bundesregierung vertreten. In den vergangenen 6 Jahren stellte sie auch den Kanzler mit kurzer Unterbrechung durch die Expertenregierung. Sondern haben auch sehr oft den Finanzminister gestellt und kommen jetzt her und sagen so, und jetzt müssen wir diese Steuern senken, jetzt müssen wir diese Abgaben jetzt senken. Jetzt ist Zeit. In diesen 36 Jahren war die ÖVP auch für Wirtschaftsagenten zuständig. Zeit genug also, um einige Themen, die die ÖVP seit längerem schon fordert, umzusetzen, kritisiert heute auch die Opposition. Ja, immer so, und was war die letzten 3 Jahre, die letzten 37 Jahre, die letzten 2 Monate, vielleicht sogar die letzten 3 Wochen? Da ist nichts gegangen. Und dann ist immer die Ausrede, naja, wir haben nicht allein regiert und wenn wir eine absolute Mehrheit hätten, wäre das alles anders. Warum ist das alles noch nicht umgesetzt? Naja, so wie ich gesagt habe, Politik bedeutet das Bohren harter Bretter. Man geht mit seinem Programm in eine Koalitionsverhandlung, man einigt sich auf ein Regierungsprogramm und beginnt dann umzusetzen. Das ist nicht immer einfach, aber das steht dafür als Antwort, warum ich nicht als Volkspartei sagen kann, wir haben uns zu 100% durchgesetzt. Das geht nur bei absoluten Mehrheiten und die gibt es, wie wir wissen, seit Bruno Kreisky nicht. Mehrheit ist ein super Stichwort. Also die Grünen sind dran schuld. Natürlich. Wer sonst? Okay. Ist so. Wer aber nicht dran schuld ist, dass es jetzt diese ganze Kassenarzt-Thematik funktioniert hat. Das geht nicht. Was übrigens ein Vorstoß des grünen Gesundheitsministers war. Karl Nehammer, die ÖVP möchte zu diesen 100 zusätzlichen derzeit vereinbarten Kassenarztstellen, weil im Gesundheitsbereich läuft es ja nicht wirklich rund, 700 zusätzliche bis 2030 beschließen. Könnten Sie morgen im Ministerrat machen? Offene Türen, weil im Prinzip ist das, was dort beinhaltet, ist die Abschrift der Gesundheitsreform, die ich auf den Weg gebracht habe. Da ist natürlich er dran schuld, dass das jetzt mit den Kassenärzten funktioniert. Und auch dieses Modell funktioniert anscheinend sehr gut, wenn nämlich der österreichische Staat Geld in die Hand nimmt und dann Menschen kommen, die arbeiten wollen, was jetzt die Ärzte wären. Es haben mir alle gesagt, es wird nicht gehen. Und es haben alle gesagt, nein, es wird nicht genug Ärztinnen und Ärzte geben, die sich dafür bewerben. Und wir sehen, es geht, wenn man gute, funktionierende, kreative Ideen mit einbringen. Das hängt sich um und denkt mir so, das ist alles nur ein Schaß. Ich glaube, was ich da erzähle, glaube ich, ist für die Würste. Und was mir natürlich am meisten stört, ist, wenn es ums Arbeiten und um die Steuern geht.
Weißt? Mhm. Eh klar. Steuern ist sowieso bei mir so ein bisschen ein Thema. Ist so. Weil er nämlich auch immer sagt, er... Steuern, gell, übrigens. Auch das. Die Sache ist die, wir haben natürlich eine Belastung von 43% oder 43,6%, was die arbeitende Bevölkerung angeht, die jetzt quasi von dem, was der Arbeitgeber uns gibt, der Staat wieder wegnimmt. Und was ist sein Ding? Zwei Sachen. Er sagt, erstens einmal, Lohnnebenkosten kürzen in dem Fall. Und wir müssen die Lohnnebenkosten weiter senken. Das ist im Österreich-Plan eingepreist. Die Lohnnebenkosten müssen runter, damit Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Und die Steuern auf Überstunden komplett streichen. Im Österreich-Plan ist enthalten, dass wir alle Steuern auf Überstunden abschaffen. Und ich denke mir so, erstens, ich weiß nicht, ob irgendwer da draußen wirklich nur Überstunden auszahlt kriegt, der nicht im Staatsdienst ist. Das haben wir auch gedacht. Eins. Nie in der Privatwirtschaft eine Überstunde zahlt kriegt, ja? Niemals. Niemals. Also danke für gar nichts. Und was die Lohnnebenkosten angeht, da hat er den großartigen Plan, die will er senken. Das kann heißt, man das für Dumme mal erklären, bitte? Für mich. Was ist denn da alles drin, wenn man die Lohnnebenkosten? Bei den Lohnnebenkosten, das ist quasi so der Anteil der Unternehmer und Unternehmerinnen, die da quasi in unseren Sozialstaat einzahlen. Das ist schon, sind schon Sozialabgaben, so wie Unfallversicherung, Pensionsversicherung, Familienbeihilfe, Karenzgeld und so. Das wollen sie alles quasi jetzt kürzen. Und das wäre kein Problem, das kann man ja kürzen, aber wer zahlt es dann? Hat er das eine Zeit? Die Steuerzahler. Das ist so wie überall im österreichischen Budget, das, was man so nicht zusammenbringt, erzahlt dann der Steuerzahler und die Steuerzahlerin, was wir mittlerweile auch im Pensionssystem schon jahrelang machen, weil das System ist auch hin. Ja, aber der Arbeitgeber ist ja auch Steuerzahler. Das heißt, du entlastest den Arbeitgeber, indem er dann private Steuern nachzahlt quasi. Genau. Also die Unternehmen... Plan, Kalle. Super. Das sind Unternehmen, die das zahlen, die da was reinschießen in diesen Steuertopf, wo sie, wie sie sagen, alle irgendwie einen Teil leisten müssen. Wenn sie es dann in Zukunft ins Budget übersiedeln, dann zahlen sie eben nicht mehr die Unternehmer, sondern dann zahlen sie halt jeder Steuerzahlerin, jeder Steuerzahler sozusagen die Allgemeinheit und nicht mehr die eben oft privaten Unternehmen, denen bleibt dann vielleicht was, eine Unternehmensförderung quasi. Eine Standortförderung, ja. Also es ist eine sozusagen eine Subventionitis. Er setzt sich dafür ein, dass die Unternehmer da einfach ein bisschen mehr davon haben, was ja grundsätzlich nicht Schlechtes ist, aber dass das dann gegenfinanziert wird mit dem das Geld von... Deswegen meine ich ja. Ist ein bisschen spannend. Eben, das ist ja an sich keine schlechte Idee, dass der Arbeitgeber ein bisschen weniger Steuern zahlt. Aber ich habe mir erwartet von einem Kanzler, der fundiert ist, dass er uns erklärt, woher das Geld zu uns kommen soll. Wie viele Milliarden sind es, die da fallen dann? 30 Milliarden? Ich weiß es nicht. Also das ist ein ganz klassisches Programm der ÖVP, wo es vor allem darum geht, Besserverdienende, Topverdienende und Unternehmen zu entlasten. Und das in einem Volumen, in einem Ausmaß von fast 50 Milliarden Euro bis 2030. Also das sind wirklich gewaltige Summen, die hier bewegt werden sollen. Besonders interessant, kein einziger Vorschlag zur Gegenfinanzierung findet sich in diesem Österreich-Plan. Aber wie gesagt, Geld spielt ja keine Rolle bei ihm, vor allem wenn es um den Wahlkampf geht. Und er muss es ja nicht beweisen, dass er das könnte, weil er probiert es ja erst seit 37 Jahren, circa. Beziehungsweise... Die Partei meinst du? Ja, die Partei. Weißt du, die machen jetzt so, hey, wir machen jetzt aber gute Ideen, wenn wir dann endlich gewählt werden. Und ich denke mir so, wisst ihr das nicht? Ist da oben nur Tralali und Tralala? Silas, quiet, gush. Nein, sie tun so, als wären sie jetzt nicht in der Regierung, gell? Komischerweise. Genau. Und das ist eben schon sehr, sehr schwierig, weil es gibt für diese ganzen Ideen vom Kali keine konkrete Gegenfinanzierung, außer dass er sagt, naja, wenn wir diese Wirtschaft entfesseln, dann ist es wirtschaftlich sowieso alles viel heftiger und dann kommen durch diese wirtschaftliche Entfesselung sowieso mehr Steuern rein, deswegen können wir jetzt den Unternehmen Geld schenken und auch den Menschen, die mehr verdienen. Weil, wenn du mehr verdienst, hast mehr Verantwortung. Naja, aber generell mehr, weißt du, wenn ich mehr verdiene, dann kann ich mir ein Eigentum leisten, dann kann ich mir eine Wohnung leisten von dem Ritter, ja. Ich möchte ja wissen, Österreich natürlich, haben dann 90% aller Österreicher haben dann eine Eigentumswohnung, oder was das meint er? Ich kann schreien, was mir passt in meiner Wohnung und was bitte danach das? Das ist der Plan. Ah, das ist der Plan. Er hat nämlich super Pläne, also er hat durchgehend super Pläne. Er hat nämlich nichts davon gesagt, dass es eine heftige Teuerung gibt, was das wichtigste Thema von vielen Österreichern ist und Österreicherinnen. Oder er hat auch nicht von der Inflation gesprochen, sondern er hat einfach nur davon gesprochen, dass er... Hat er von Energiekosten gesprochen? Ja. Ah, nicht. Entschuldige, ich weiß ja nicht. Nein, er hat nur davon gesprochen, dass wenn du in Zukunft 40 Stunden arbeitest, soll es einen Vollzeitbonus von 1.000 Euro geben. Im Monat? Ja.
Ja, im Monat wäre wild. Im Monat wäre wild, ja. Dass wir die belohnen, die bereit sind, volle Arbeitsleistung zu geben, Vollzeit zu arbeiten. Und deswegen gibt es 1.000 Euro Bonus für die, die das tun. Aber das ist einfach so geil. So. Jetzt redet er davon, dass es keine Subventionitis mehr geben soll. Und dann sagt er, wenn du 40 Stunden arbeitest, dann kriegst du heute einen Bonus von der Regierung. Und auch von der Regierung? Natürlich. Von wem sonst? Zahlt er dann eher oder was? Ja, er persönlich zahlt das dann. Aber es war einfach ein sehr, sehr heftiges Spektakel, weil ich mir denke, ja, natürlich spricht er jetzt von vor 2000 ÖVPlern, aber es ist halt schwierig, über Leistung und Leistungsträger zu sprechen, wenn die erste Reihe alle nicht unter 10.000 Euro verdient. Und deswegen haben die alle so klatscht. Ja, sicher. Weil wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein gewisses Argument gibt der ÖVP gegenüber, sozusagen, wenn die ÖVP sagt, wir haben die Kaufkraft gestärkt, dann denke ich mir so, ja, aber wenn du das richtig zusammenrechnest, tut es ein bisschen weh, weil bei einer sehr hohen Inflation dann eben eine Gehaltserhöhung von 10% in dem Bereich zu haben als Politiker, dann hast du schon die Kaufkraft gestärkt. Aber für wen? Weißt? Naja, okay. Das ist die große Frage. Ja, also das heißt einmal, wirtschaftlich hat er da jetzt nicht wirklich viel zusammengebracht, oder? Also ja, sicher, die Reichen werden ein bisschen entlastet, der Sozialstaat geht vor die Hund. Wird ausgehöhlt. Wird ausgehöhlt, kann man auch schön sagen, ja. Und die breite Bevölkerung muss das jetzt ja mit irgendwelchen anderen Steuern wahrscheinlich auffangen. Oder es gibt halt dann einfach keine Familienbeihilfe mehr. Genau, also okay. Solche Sachen, und da wird dann wieder auf klassisch ÖVP auf Eigenverantwortung gesetzt, weißt? Wenn du zu wenig Geld hast, gehst du einfach mehr arbeiten. Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten. Weil dann muss ich ja mehr Geld haben. Das ist die klassische Variante der ÖVP, weil... Und wenn ich dann 80 Stunden Arbeit in der Woche kriege, den Bonus dann zweimal? Das könntest du durchprobieren. Die Frage ist, wie lange das dann funktioniert oder ob du dann als Sozialschmarotzer gesehen wirst. Also, das geht nicht. Auch sehr spannend ist die ganze Migrationsthematik, wo ich mir denke, jetzt wird auch so gesagt, so die ersten 5 Jahre gibt es keine Sozialleistungen, was natürlich falsch ist. Wenn man diesen Plan gelesen hat, würde man wissen, dass es die ersten 5 Jahre für Menschen, die zu uns kommen, in dem Fall keine Geldleistungen geben, sondern nur Sachleistungen geben, wo ich mir dann auch denke, wer ist denn da dagegen? Ich weiß es nicht. Was, Bruder? Und sagt dann auch nur, jetzt dann viel Leute so, als wäre das die Idee von der FPÖ gewesen, aber er, wenn er die Idee besser macht, dann hat er ja nichts dagegen. Nee, aber das ist schon ein bisschen auffällig, was das macht die ÖVP seit Jahren. Kurz vor der Wahl biegt sie rechts ab. Ja. Damit sie dann, wenn sie dann gewählt werden, dann eh wieder in die Mitte biegen, Mitte, ja, aufpassen. Ja, ja. Und dann eh nichts tun. Ja? Ja. Oder... dann, keine Ahnung, einfach nur irgendwelche Sprüche klopfen, ja. Das ist ja auffällig. Jawohl. Aber das Schöne ist, er macht ja nicht nur faule Versprechungen ohne Gegenfinanzierung, sondern er hat auch so Aussagen, die man halt auch unterstreichen muss, und zwar, er steht dafür, es gibt zwar die Neutralität, aber bei Terrorismus gibt es keine Neutralität. Liebe Freundinnen und Freunde, bei Terror, der Angst und Schrecken verbreitet, gibt es keine Neutralität. Und ich denke mir so, ja, schon, aber wer entscheidet, was Terrorismus ist? Was weiß er, was Neutralität bedeutet? Nein, ich glaube nicht. Bei Terrorismus gibt es keine Neutralität. Ja, das ist aber auch kein Land, verdammt noch einmal. Das ist ja der Trick der Regierungen, wenn du quasi dem ganzen Kamaschal umhängst, indem du sagst, ich werde angegriffen von, sondern wenn du sagst, das ist Terrorismus, dann ziehen wir alle in den Krieg. Ich spreche von Terror. Terror, der in Österreich stattgefunden hat. Terror, der auf der Welt stattfindet. Und da ist es natürlich schon eine kleine Unterscheidung zu anderen Parteien, die er natürlich gerne als Koalitionspartner hätte. Dass die halt sagen, na, Neutralität ist schon ein bisschen wichtiger. Na, wer sagt das? Weil der Kogler wird auch Waffen in die Hand nehmen, um Österreich zu verteidigen. Ja. Also sagt er, gell? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ist so. Ja, aber wie gesagt, die FPÖ ist die einzige Partei in Österreich, die an der Neutralität festhalten will. Alle anderen sind für entweder ein EU-Heer oder für Gleichkrieg anscheinend. Mhm. Also wenn wir von den Grünen reden. Aber dann auch interessant, gell? Ist es dann schon rechts von der FPÖ, wenn sie sagt, sie wollen an der Neutralität festhalten? Du, das kommt vielleicht noch. Geht sicher. Was, wenn du dann quasi
denn an der Neutralität festhältst, so wie wir das ja bisher auch kennen, dann bist du ein Unterstützer des Terrorismus. Ja, okay. Das ist die Logik. Aber du meinst die ewig währende Neutralität, nur dass ich es dazu gesagt habe, genau, auch, gell? Das muss man hin und wieder dazu sagen, aber vor allem ihm. Weil er ist anscheinend geh. Wie gesagt, da oben, ich weiß nicht, was da oben los ist, aber ich würde mir wünschen, dass sich das ändert. Ganz grundsätzlich. Silence, quiet, gush. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, weißt? Eben auch bei der Migration, da stellt sich dann ein ÖVP-Kanzler hin, unser Soldatenkanzler, und redet davon, naja, es ist schon wichtig, die ganze Sache mit der Leitkultur. Und wir haben ja diese wunderbare Leitkultur und diese Menschen, die zu uns kommen, müssen sich Migration, was sagt er? Er sagt, Migration bedeutet Anpassung. Dann heißt es in meinem Verständnis, dass Integration Anpassung ist. Was? Anpassung an die Leitkultur. Übrigens, Anpassung nicht verwechseln mit dem Fremdwort Assimilation. Da sind gerade ein paar Menschen in Deutschland ein bisschen am Fahndungsplakat unterwegs. Es gibt schon einen Wettstreit, wer es denn zuerst erfunden hätte. Da muss man jetzt aufpassen, nein, ist ein Unterschied. Wenn man es aber auf Deutsch übersetzt, naja, Anpassung sagt, dann könnte man gewählt werden. Es geht sicher. Jetzt kommen wir aber drauf an, wie man es meint. Kennst du die Pork von Star Trek? Ja? Nein, die Pork von Star Trek kenne ich nicht. Weil die immer sagen, ihr werdet assimiliert. Ja. Ja. Und natürlich ist das schlecht. Wenn ich jetzt sage, ich komme daher und sage, ich assimiliere dich, das heißt, ich passe dich an, dann ist das rechts, scheinbar. Wenn du aber sagst, ihr müsst euch anpassen und ich bleibe eh, wie ich bin, dann ist es nicht rechts. Was, so erklärt er uns das. Was soll denn das für ein Stil sein? Dass man sagt, es gibt eine Leitkultur, wo ich sage, ich weiß nicht, was die österreichische Leitkultur ist. Ja? Ist das ein Kipferl? Weißt? Ist es der Kaffee? Also der türkische Kaffee, wisst schon, das Kipferl, das türkische. Ja. Oder das ist französische Schnitzel. Oder ist es ein Schnitzel oder ein Bier, wie auch immer, gell? Also ich weiß nicht, was er als Leitkultur meint, nur ich denke nicht, dass Integration gleichzusetzen ist wie mit Anpassung. Es ist wirklich lustig. Ihr seid ja sehr vorsichtig. Naja, wie gesagt. Und ist das jetzt rechts meint? Also ist die ÖVP jetzt rechts? Ich muss aufpassen, was, ne? Ich will nur festhalten, wir haben die FPÖ hier nicht als rechtsextrem bezeichnet, sondern nein, wir haben. Ah, okay, für Sie ist es. Also Herbert Kickl führt Sie dort in das Ziel. Ist Herbert Kickl ein Rechtsextremer für Sie? Ja. Falls ich jetzt gegen rechts demonstrieren gehe auf die Straßen, möchte ich wissen, ob die ÖVP da dabei ist. Das Wichtige ist, dass Assimilation ist rechtsradikal, aber die Übersetzung, Anpassung ist. Ach so. Mal rechts der Mitte. Dann bin ich froh. Und christlich-sozial und natürlich entspricht dem Leitbild der Österreicher und der Österreicherin. Und das hat er aber auch noch gesagt, gell, dass wir halt eine Kultur sind von christlich-jüdischen. Das hat er nicht gesagt, das steht im Plan. Ah, das steht im Plan, dass das quasi die Gesinnung ist. Nur da muss man halt auch sagen, gell, und ich dachte, hey, ich will in die Kommentare, oh, wie kannst du das noch sagen? Ja, es gibt halt viele Menschen in Österreich, die einen muslimischen Hintergrund haben, ja, und die vergisst er da. Das ist einem wurscht. Ist das rechts, Herr Kanzler? Ist das links? Also, die ganze Diskussion zwischen links und rechts, ich brauche da einen Leitfaden. Ich bin ja verwirrt, wenn die ÖVP, die immer in der Mitte gestanden ist, plötzlich von solchen Sachen zum Reden anfangen. Ja, muss ich natürlich genau wissen, was gemeint ist, weil, wie gesagt, muss ich aufpassen, dass die ÖVP da jetzt nicht rechts wird. Und ich halte es für wichtig, und das sind eben die Extreme. Egal, ob linksextrem, rechtsextrem, Islamisten. Es sind immer Feinde der Demokratie. Naja, Verwirrung ist ein schönes Stichwort, weil er hat ja auch nicht ganz klar ausdrücken können, ob er jetzt für oder gegen die EU ist. Weil wenn er natürlich im FPÖ-Wählerteich fischt, ist er gegen die EU. Wir müssen mit diesem Regulierungswahnsinn aufhören. Dem sogenannten Golden Plating, in Neudeutsch gesprochen, den Übererfüllen von europäischen Normen. Apropos, wenn wir uns an der Nase nehmen müssen, dann muss es auch die Kommission in der Europäischen Union. Wir müssen die Vorschriften reduzieren, damit Wirtschaft möglich ist. 20 Minuten später in seiner Rede sagt er dann, das war die beste Entscheidung Österreichs überhaupt, dass wir bei der EU beigetreten sind vor 30 Jahren. Die Europäische Union, und das sei hier auch von dieser Stelle klar gesagt, war die beste Entscheidung seit langem, die die Österreicherinnen und Österreicher getroffen haben. Also wissen, was er will, ist ganz, ganz schwierig. Es kann natürlich sein, dass wenn er dann in die rechte Ecke zur FPÖ-Wählerschaft schaut, dass dann diese Flagge sich dann natürlich aufstellt, so wie beim Volkskanzler Kickl oft zu sehen ist.
Aber, wie gesagt, du hast es eh schon gesagt, man kann diesen Menschen grundsätzlich nicht trauen. Es ist ein super Wahljahr, was natürlich für uns auch bedeutet, es ist wahrscheinlich super Arsch. Ich habe damit kein Problem. Super anstrengend auf jeden Fall. Anstrengend auf jeden Fall, weil wir haben nämlich den Untersuchungsausschuss, wir haben diesen Wahlkampf der EU, wo wir auch noch eine Extrasendung dazu machen werden. Wir haben den Wahlkampf im Nationalrat, wo ich mir auch schon denke, diese Menschen, die dann zum Schluss auf der Bühne gestanden sind von der ÖVP-Veranstaltung, sind wahrscheinlich dann alle hoffentlich nimmer da. Schließlich stilisierte sich der ÖVP-Parteiobmann zum einzigen Gegner von FPÖ-Chef Kickl. Aber ich weiß es nicht. Es wird nur schwierig werden, zu differenzieren zwischen einem verwirrten Soldatenkanzler, der uns Sachen verspricht, die er nicht finanzieren kann. Also die Bundesregierung träumt, der Bundeskanzler denkt sich da irgendwas aus. Und gleichzeitig aber ihm klar sein muss, dass es eine Koalition zwischen FPÖ und ÖVP geben muss, wenn er in der Regierung bleiben will. Ah, hör doch auf, was der, wer weiß, was der für Ideen kommen. Ja, die könnten genauso wie irgendeine Ampel machen. Dann gehen sie rein, die Schwarzen, die Roten, die Grünen und die Pinken. Ja? Dann hast du eine Ampelregierung, ich will mir gar keinen Namen ausdenken, aber Möglichkeit gibt es überall. Ja, vielleicht wird es dann eine kleine Krimskrams-Regierung. Die Krimskrams-Regierung, ja, das würde gut passen. Ja. Was, der österreichische Fleckerlteppich? Fleckerlteppich, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Ja, warum nicht? Der Fleckerlteppich-Kanzler. Das Schöne ist, beim Fleckerlteppich kann er auch immer die Schuld auf die anderen schieben, macht er ja gern. Und den Teppich kehren kann er Sachen. Und den Fleckerlteppich. Sehr schön. Kurzer Vorschlag, gell, an Karli, falls er zuhört. Wahrscheinlich nicht, weil er immer nur den Applaus in die Ohren hat von dieser wunderbaren Veranstaltung. Oder die Stimmen im eigenen Kopf hört, die ständig sagen, wie gut er ist. Und was er für ein lässiger Typ ist. Aber wer weiß. Deswegen sage ich so, wie ich sage. Meine Worte wähle ich bedacht. Für uns ist es mal ganz klar möglich, dass wir uns mal alles Gute wünschen. Alles Gute. Alles Gute. Und euch da draußen natürlich auch. Und uns fragen, ob es was zu lernen gab oder ob das alles eine große Katastrophe war. Für mich persönlich war es eine Rede an Gesinnungsgenossen, aber gleichzeitig auch eine Wahlkampfveranstaltung von anderen Parteien, weil man natürlich sehr viel über den Herbert Kickl geredet hat, ohne über den Herbert Kickl zu reden, beziehungsweise viel über den Herbert Kickl zu reden. Man spricht dabei vor allem von einem Mann, dem erklärten Hauptgegner. Herbert Kickl. Was hat Kickl gemacht? Herbert Kickl. Kickl. Weil, was gibt Schöneres wie die Opposition bei einem inoffiziellen Parteitag? Herbert Kickl steht für Spaltung, Polarisierung. Und ich frage mich eben auch, muss ich jetzt die eigenen Wähler davon überzeugen, dass sie nicht die anderen wählen? Gibt es diese Angst vielleicht sogar, dass die letzten vier Reihen dann sagen, ganz ehrlich, du Geschisterner, kommst mir eh nicht mehr daher, ich nehme jetzt einen Kickl, der ist wenigstens einmal eine neue Person in dieser Position. Aber wie gesagt, die Glaubwürdigkeit ist sehr klein bis nicht sichtbar, wenn man sagt, jetzt wird alles anders, wenn wir an die Macht kommen, während wir schon lang, also seit 37 Jahren, mitregieren. Und die Ausrede ist halt immer die gleiche. Also, es ist halt nicht einfach. Weißt? Man kann solche Sachen nicht umsetzen, wenn man ständig Koalitionspartner hat. Am einfachsten wäre die absolute Mehrheit. Und ich sage mal so, bitte nicht. Das geht ja nicht in einer Demokratie, Lukas, weißt, dass man da zusammenarbeitet mit anderen Parteien, das ist unmöglich, weißt. Für die ÖVP anscheinend. Es geht nur die absolute Mehrheit. In einer Demokratie ist die absolute Mehrheit am wichtigsten. Mit wem kann man das Programm besser umsetzen? Mit welcher Partei? Keiner. Nur die ÖVP. Das ist ein Wahlplakat, gell? Mhm. Aber für mich ist es ein bisschen so, als würde sich der Nehammer damit beschäftigen, wie dieses Big Mac-Menü quasi am Plakat ausschaut oder auf der Werbeanzeige ausschaut und die Menschen, die es dann kochen müssen und die es dann serviert kriegen, die sind ihm scheißegal. Weißt, da kannst du einen Scheißhaufen servieren. Solange die Menschen das vorher gesehen haben, dann gekauft haben und dann, wenn sie darauf warten, was da rauskommt, kommen sie drauf, dass in der Küche eine ganz andere Küchenmannschaft steht und vielleicht gar nichts davon zubereitet oder halt wirklich einfach auf den Teller scheißt. Das ist dann wurscht. Wenn gezahlt wurde, in dem Fall gewählt, ist es demjenigen, der dieses Plakat gemacht hat oder diese Werbeanzeige, dann egal. Waldzucker meinst du also? Und auf das müssen wir aufpassen. Bitte.
Aber das Schöne ist zum Schluss, für dieses Superwahljahr auch sehr passend, werden wir nochmal die Schlussworte hören und vielleicht auch ein bisschen was über die Wähler und Wählerinnen hören. Ja, mir ist was Großartiges aufgefallen. Auf TikTok habe ich ein Video gesehen, wo wer vielleicht der Experte erklärt, wie das mit Stimmen funktioniert, ja, wenn man so Stimmen fischt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Person das da ernst meint oder Satire ist, ja, aber ich glaube, dass Politiker vor allem so denken. Schauen wir kurz rein. Die FPÖ ist prinzipiell das Auffangbecken von allen anderen Parteien, wo Leute abtreten und das erste Mal die Stimme an die FPÖ geben. Wird nun jetzt öffentlich, dass dieser einzelne Mensch dann die Stimme der FPÖ gegeben hat, will in keine Partei mehr zurück und man wird halt sozial etwas ausgegrenzt. Demokratiefeinde, Staatsverweigerer. Die Rechten werden immer auf sie dummen dargestellt, es wird protestiert gegen rechts, deswegen wandert dieser Tropfen auch nie wieder hierauf. Sondern die Tropfen von den anderen Parteien, die wandern nur hier runter und hier wird sich alles ansammeln und das wird einfach die stärkste Kraft ist, demnächst. Schwer. Und wie ich das erste Mal gesehen habe, mir gerade so aufgefallen, was? Das ist auch eine schnelle Erklärung, natürlich, das ist Wählerstimmen fangen. Nur, ist das wirklich so? Das ist die Frage. Ich denke, dass Politiker so denken und auch viele Bürger, die dann sagen, schau, ich habe eine Partei oder ich habe früher eine Partei gewählt, die kann man nicht mehr wählen und deswegen gebe ich jetzt der anderen Partei meine Stimme. Aber geht's um die Probleme der Menschen? Ja? Geht's um Ängste der Menschen bei solchen Sachen? Ja? Weil man hat es beim Nehammer seiner Rede gesehen. Schau, Wählerstimmen, Phishing. Ja? Dass du sagst, schau, ich hab da ein Thema. Ja, nicht, dass das runtertropft. Ja, ja, dass man die Leute halten kann. Und jetzt zu sagen, ich komme rüber, eure Forderungen greife ich auf, Schnitzel und Autofahren und was auch immer, damit sind wir wieder gut. Nein, das funktioniert nicht. Und ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, warum bin ich ein Tropfen? Ja? Ich will kein Tropfen sein. Ja? Ich bin auch kein Tropfen. Ich denke, dass man da von unten nach oben sehr wohl wieder zurückkommen kann. Ja? Deswegen weiß ich nicht, ob der junge Mann, der das Video gemacht hat, das eine Satire meint. Ja? Aber das ist der Kopf der Politiker. Wir schauen, um Himmels Willen, wir müssen schauen, dass wir die Tropfen wieder zu unserer Kerzen kriegen. Ja? Also erstens glaube ich nicht, dass die Bürger ein Tropfen sind. Ich glaube auch nicht, dass Parteien Kerzen sind. Ja? Und die nächste Frage, die ich da noch habe, ist, wo tropft es bei den Grünen hin? Das gibt's ja nicht. Das ist eine große Frage, ja. Damit geht diese Rechnung nämlich auch alles nicht auf, gell? Aber ich wollte es am Schluss her sagen, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass Politiker genauso denken. Und so einfach ist es aber nicht. Ich glaube, was ich da erzählen kann, ist für die Würste. Was ich damit sagen will, weißt, ich lasse mich da nicht einteilen. Ich bin weder ein Tropfen noch Kirch zu einer Kerze, ja? Ich bin ein Mensch mit Ängsten, mit Bedürfnissen und so einfach, wie sich die Leute das vorstellen, so funktioniert es nicht. Weißt? Das ist das Thema. Ich find diese Grafik zu einfach, obwohl man, wenn man nicht lang drüber nachdenkt, sagen kann, ja, so ist es. Ja? Mhm. Und ich meine aber, es steckt mehr dahinter, zu sagen, ich bin ein Grüner, ich bin ein Blauer, ich bin ein Schwarzer oder ein Roter, weißt? Was soll das heißen? Das heißt nichts. Ja? Das hat nichts mit meinen Ängsten zu tun, das hat mit meiner Persönlichkeit nichts zu tun. Und liebe Parteien, hört auf, eine Kerze zu sein und liebe Bürger in Österreich, hört auf, Tropfen zu sein. Gell? Ende. Das ist nur Ihrer Meinung. Das ist nur seine Meinung. Oh, hallo. Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!